im Frühling, da warten wir auf Sie und freuen uns über Sie, über die sanft blühenden gelben Narzissen. Aber die aufgeblasenen, die kalten, die arroganten, die gefühllosen, die bösartigen Narzissten, die können uns das ganze Jahr über gestohlen bleiben. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch bei Wissen fürs Leben. Heute ist Dienstag, der 21. Mai 2013. Unser Thema ist das neue Buch von Universitätsprofessor Dr. Reinhard Haller, Die Narzissmusfalle, Anleitung zur Menschen- und Selbstkenntnis. Bei der Menschen- und Selbstkenntnis, da helfen uns manchmal die Tiere. Deshalb einleitend ein tierisches Fallbeispiel von Slavomir Rošek, der Artist. Der Hahn las die Anzeige »Tiere gesucht«, der Zirkus. »Ich melde mich«, sagte er und legte die Zeitung zusammen. »Schon immer wollte ich Artist werden.« Unterwegs spann er große Pläne, Ruhm und Geld und vielleicht sogar eine Reise ins Ausland. »Und zurück«, fügte der Fuchs hinzu. »Warum zurück?«, fragte der Hahn. »Im Ausland werde ich einen Vertrag mit der Metro-Goldwyn-Mayer unterschreiben.« Der Direktor empfing ihn im Freien, wo er amtierte. Gerade wurde das Zirkuszelt aufgestellt. Ich und der Fuchs blieben in der Nähe stehen. »Es freut mich sehr, dass Sie sich bei uns melden. Dürfte ich um Ihren werten Namen bitten?« »Löwe«, stellte der Hahn sich kurz vor. »Löwe?« Der Direktor wunderte sich. »Sind Sie sich dessen sicher?« »Eventuell Tiger.« »Nun gut, dann brüllen Sie mal.« Der Hahn brüllte, so gut er konnte. »Naja, nicht schlecht, aber es gibt bessere Löwen als Sie. Wenn Sie sich als Hahn verpflichten würden, wäre das etwas anderes. Dann könnte ich Sie engagieren.« »Ich denke nicht daran, Ihnen zuliebe einen Vogel vorzutäuschen«, antwortete der Hahn gekränkt. »Dann auf Wiedersehen.« Auf dem Rückweg schwieg der Hahn grollend. Schließlich hielt ich das nicht mehr aus. »Was ist dir nur eingefallen? Warum wolltest du unbedingt den Löwen spielen?« »Warum, warum?«, antwortete der Fuchs für ihn. »Hast du je einen Artisten ohne Ehrgeiz gesehen?« Slavomir Rošek, der Artist. Diese Geschichte beleuchtet nur einen Aspekt, nur eine Facette des Narzissmus. Den Narzissmus in allen Facetten auszuleuchten, das ist Anliegen dieses Buches von Reinhard Haller, Die Narzissmusfalle. Das Buch ist ein Beitrag zur Zeitdiagnostik. Die Zeichen der Zeit verstehen, die großen Strömungen verstehen, denen wir oft unbemerkt ausgesetzt sind und die uns dennoch mitreißen, das ist ein Anliegen von Wissen fürs Leben. Das Verstehen, denke ich, ist so wichtig. Um Zeitdiagnostik ging es im ersten Gespräch in diesem Jahr mit Arnold Retzer über den Zwang zur Selbstoptimierung, über die Diktatur des Solls und den Unfug des positiven Denkens. Um Zeitdiagnostik ging es dann im Vortrag von Manfred Briesching über die Bluffgesellschaft. Und um Zeitdiagnostik geht es Dr. Reinhard Haller in der Narzissmusfalle. Wie er schreibt, um die Verschiebung der individuellen und gesellschaftlichen Koordinaten hin zu einem selbstsüchtigen, rücksichtslosen und kalten Lebensstil, um eine ungesunde individuelle und gesellschaftliche Entwicklung, nämlich eine Zunahme von Egoismus, Eigenbezogenheit, Gier und übersteigertem Selbstwert. Dass Reinhard Haller damit ein existenzielles Thema anspricht, zeigt das enorme Interesse an diesem Vortrag. Obwohl wir so viele Stühle wie nur möglich, das heißt wie von der Feuerpolizei erlaubt, in einen Festsaal gestellt haben, ist die Veranstaltung seit über einer Woche schon ausgebucht. Das zeigt, dass es auch für Reinhard Haller
nicht stimmt, dass der Prophet im eigenen Land nicht gehört oder geschätzt wird. Das Gegenteil ist der Fall und das freut mich sehr. Für die Videonutzer außerhalb unseres Landes sei kurz erwähnt, Universitätsprofessor Dr. Reinhard Haller ist Arzt und Psychotherapeut. Er leitet als Chefarzt hier ganz in der Nähe von Feldkirch das Krankenhaus der Stiftung Maria Ebene. Das ist eine psychiatrisch-psychotherapeutische Klinik mit dem Schwerpunkt Abhängigkeitserkrankungen. Zudem ist Reinhard Haller einer der renommiertesten Gerichtspsychiater Europas und er kennt das ganz normale Böse aus zahllosen Gesprächen mit Verbrechern. Um diese Gespräche zu führen, hat er mehr als ein Jahr seines Lebens in Gefängnissen zugebracht. Lieber Reinhard, ich freue mich sehr, dass du in deinem dichten Terminkalender diesen Abend für uns reserviert hast. Ganz herzlich willkommen zu Hause. Lieber Dr. Köb, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie heute Abend gekommen sind und Ihre Zeit opfern. Ich will es nicht verhehlen, dass es meinem eigenen Narzissmus auch gut tut, wenn so viele Menschen sich für die Geschichten, die ich Ihnen jetzt erzählen möchte, interessieren. Und tatsächlich bin ich ja vom Beruf Psychiater, wie Sie wahrscheinlich wissen, wofür ich mich übrigens immer entschuldige. Und die Psychiater waren ja in früheren Zeiten Geschichtenerzähler. Das wissen Sie noch aus dem Märchen von Tausend und einer Nacht. Da hat die Psychiatrie noch keine so wirksamen Methoden wie Psychotherapie und Hypnose und Gruppentherapie und Psychopharmaka oder gar Elektroschocks gehabt. Und damals mussten die Psychiater denen, die ihnen ein Problem vorgetragen haben, eine Geschichte erzählen, in denen es darum gegangen ist, zu erfassen, wo das Problem liegt, aber gleichzeitig auch die Lösung zu bringen. Wenn Letzteres nicht gelungen ist, hat es in der Regel bedeutet, das Honorar war sozusagen ein Kopf kürzer. Also ganz so brutal haben wir es heute nicht mehr, aber ich glaube, das Geschichtenerzählen, das ist geblieben. Dr. Köb hat ja damit begonnen und ich werde heute Abend diese Tradition fortsetzen. Nun, wenn ich zum Thema Narzissmus sprechen will, dann geschieht es, das müssen Sie mir glauben, jetzt nicht mit moralisierendem Unterton, was heute alles so schlecht ist und wie schlimm die Menschen geworden sind und das Internet und die diversen Flüche der modernen Medien etc. etc. keinesfalls. Mir ist das Thema einfach deswegen irgendwie unter die Haut gegangen, weil ich auf der einen Seite schon glaube, dass es auch im wissenschaftlichen Bereich durchaus Hinweise gibt, dass unsere Gesellschaft tatsächlich immer rücksichtsloser, egoistischer wird. Das belegen im Übrigen auch viele wissenschaftliche Studien. Man hat das in den USA getestet. Da gibt es so Inventare, mit denen man narzisstische Züge erfassen kann. Und die nehmen seit ungefähr 2000 rapide zu. Es ist im Übrigen auch in der jüngstens veröffentlichten Jugendstudie in unserem Land tatsächlich herausgekommen, dass die jungen Menschen erstmals nicht mehr sagen, mir ist der Beruf oder die Partnerschaft oder die Familie das Wichtigste, sondern vorwärts zu kommen, sich selbst darzustellen, sich durchzusetzen, anerkannt zu sein in der Gesellschaft, also wenn man so will, durchaus narzisstische Züge. Und ich denke, dass es einfach auch viele Entwicklungen gegeben hat, die letztlich ein Stück weit schon zum Himmel schreien, wenn wir uns nur vor Augen halten, wie der Bankencrash passiert ist im Jahr 2008, wo man alles auf Scheinwerten aufgebaut hat. Etwas typisch Narzisstisches. Es ist nicht Sein, sondern es war Schein, was dann zusammengebrochen ist. Wenn wir überlegen, wie die Gier doch zunimmt, denn ich glaube in jedem Beruf, aber besonders sichtbar wird es natürlich bei den Managergehältern, wo man darüber diskutiert, ob es nicht anständig wäre, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende nicht mehr als das 50-fache, das wollen wir uns vor Augen halten, das 50-fache verdient als die Putzfrau, die die Kloarbeit machen muss. Oder wenn wir unseren Umgang mit den Ressourcen der Umwelt betrachten, wo wir nur an uns selbst denken, aber verachten an das, was die Generationen nach uns haben sollten, oder vielleicht auch, wie wir der Kreatur begegnen. Und im Übrigen hat kürzlich auch der neue Papst, noch vor der Papst war im Konklave gesagt, in seiner später veröffentlichten Rede vor dem Konklave, die Krise der Kirche
ist eine Krise der narzisstischen Theologie. Ich glaube, da hat er einen wahren Befund sich getraut auszusprechen. Das heißt, er hat gemeint, wenn man sich nur mit sich selbst beschäftigt, nur seine eigene Lehre für die einzig richtige und unfehlbare und unzweifelhaft richtige hält, die anderen nicht einmal missachtet oder gar bekämpft, dann ist das eine ganz typische narzisstische Haltung und die führt dazu, dass es eng und, wenn man so will, kalt und vielleicht auch einsam wird. Also das ist der eine Bereich, dass diese gesellschaftliche Entwicklung tatsächlich in diese Richtung geht. Der andere kommt natürlich aus meiner beruflichen Tätigkeit als Gerichtspsychiater. Hier ist es zweifelsohne so, dass bei vielen großen Verbrechen oder bei vielen großen Verbrechern narzisstische Züge Macht ausüben, andere beherrschen wollen, Herr über Leben und Tod zu sein, also sich eine gottgleiche Rolle zuzulegen, eine große Rolle spielen. Und Sie wissen ja, wenn irgendwo ein großes Verbrechen passiert und man fragt irgendeinen Gerichtspsychiater, was ist wohl vorgegangen in diesem Verbrecher, dann sagt er immer mit bedeutungsschwangerer Stimme und Machtausübung und es muss ein Narzisst sein. Das ist sozusagen eine Allerweltsdiagnose, ein Breitschuss, mit dem man auf jeden Fall recht hat. Und auch in meinem zweiten oder ersten Job als Suchtherapeut kann man schon beobachten, dass in den Drogen sich diese Entwicklung widerspiegelt. Die Drogen haben immer auch ihren Zeitgeist. In meiner Jugend, Flower Power, da war eine liebliche Droge, Cannabis, gefragt. Später dann in den 90er Jahren Heroin, No Future, Aussteigen. Noch später, dann als wir alle aufgebrochen sind und tüchtig geworden, brauchte man eben eine steigernde Droge, Kokain. Und die heute im Mittelpunkt stehende Substanz ist Ecstasy, eine ganz typisch narzisstische Substanz, die einem das Gefühl gibt, ich bin einzigartig, ich stehe im Mittelpunkt der Welt und ich werde von allen geliebt. Das wird nirgends so schön wiedergespiegelt, glaube ich, in den Drogen. Schließlich aber, meine Damen und Herren, müssen wir bei solchen Entwicklungen immer auf den Mund des Volkes hören. Sigmund Freud, der Vater aller Psychos, einer der größten Österreicher, auch von uns vertrieben worden, wie man ja weiß, der hat ja im Prinzip seine ganzen Überlegungen und seine Theorien, die bahnbrechend gewesen sind und den Zeitgeist eines ganzen Jahrhunderts bestimmt haben, hat er im Wesentlichen geschöpft aus den griechischen Mythen, darauf werde ich dann auch noch kommen, und aus dem, was das Volk sagt. Er sagt, was, wenn das Volk eine Redensart entwickelt, ein Sprichwort, dann heißt es immer, es steckt die Erfahrung von vielen, vielen Generationen dahinter. Und wenn wir die heutige Sprache des Volkes beobachten, dann können wir tatsächlich sehen, es nimmt dieses Wort narzisstisch immer zu. Es wird allmählich zum Bestandteil unseres Repertoires. Es ist hier so eine ähnliche Entwicklung zu beobachten, wie wir es bei der Hysterie haben. Im Prinzip ein normaler Ausdruck, ein Fachausdruck, der eben besagt, dass mit der Sexualität etwas nicht in Ordnung ist und das dann zu funktionellen Störungen führen kann. Und das war derartig beliebt, dieses Modell, dass es von jedem von uns übernommen worden ist, ungerechterweise nur für die Frauen. Wenn also die Frauen um etwas kämpfen, auf etwas beharren oder Recht behalten wollen, dann sagen wir sofort, sie ist hysterisch. Bei den Männern, die das in einer Potenz sozusagen tun, verwenden wir das Wort komischerweise nicht. Oder denken Sie an den Ausdruck Psychopath. Das heißt im Prinzip nichts anderes als, ich habe ein psychisches Problem oder ein Verhalten, unter dem ich oder jemand anderer leidet, nicht mehr und nicht weniger, weil ich kein Selbstvertrauen habe, weil ich extrem fanatisch bin und die anderen Menschen dadurch verrückt mache, weil ich dissozial bin. Es leidet immer jemand darunter. Und dieses Wort, das ist derartig beliebt geworden, dass wir zu jedem, der psychisch irgendwo etwas zu haben scheint, schon sagen, es ist ein Psychopath. Und es ist, glaube ich, auch das kein Zufall, dass heute sich Bücher über Psychopathie große Beliebtheit erfreuen und dass manche diese Vergleiche immer wieder anstellen, die psychopathischen Mörder und die Wirtschaftsweisen, die haben dieselben Charakterzüge. Auch darauf werde ich dann noch ein bisschen gekommen. Und mit Narzissmus ist es so ähnlich. Das war lange Zeit ein Begriff, der so ein bisschen verstaubt war, den ein paar Altphilologen und ein paar Psychotherapeuten gekannt haben und die Künstler
Künstler, die ihn sehr gern verwendet haben, dieses Bild, wie man sich selbst im Spiegel betrachtet und sich verliebt. Aber inzwischen wird es schon sehr, sehr häufig verwendet. Mein Chef ist ein Narzisst und mein Partner ist ein Narzisst. Und wie ich dieses Buch herausgegeben habe, habe ich x Mails, Hunderte und Anrufe bekommen. Sie schreiben genau über meinen Partner, über meinen Kollegen, über meinen Vorgesetzten. Insofern habe ich mir gedacht, ich habe doch den Ton ein Stück weit getroffen. Und wir sprechen von narzisstischem Rausch, den wir haben, und von narzisstischer Wut und von narzisstischer Empfindlichkeit. Und unsere Partner sind die Komplementärnarzissten und wir haben narzisstische Verbrecher. Und man spricht vom Zeitalter des Narzissmus und es entwickelt sich eine Kultur des Narzisstischen. Also wohin man schaut, der Ausdruck ist wichtig geworden und ich glaube, das ist kein Zufall. Ich denke schon, dass in unserer Gesellschaft der Narzissmus an Bedeutung gewinnt. Und der langen Rede kurzer Sinn. Der Narzissmus ist nichts Schlechtes, das möchte ich gleich vorwegnehmen. Wir alle brauchen ihn zur Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls, zum Durchsetzungsvermögen, zu guter sozialer Kompetenz. Aber über Jahrhunderte hinweg war diese Umsetzung des Narzisstischen nur den Mächtigen und den Reichen und den Schönen vielleicht vorbehalten. Und wenn wir nur so einen alten Briefen einmal lesen, in Bitt- und Bettelbriefen, sofern sie erhalten sind, wenn weiß ich, was ein Johannes Brahms, ein Johann Sebastian Bach ein Werk verkaufen wollte oder einen Auftrag zu erhalten gedachte, dann musste er bis zu 25 Anreden verwenden, hochwohlgeboren und durchlaucht und unterwürfigst und so weiter und so fort. Also dieser Narzissmus ist früher auch in Reinkultur gepflegt worden. Heute, das glaube ich, ist das Besondere, hat eine Art Demokratisierung mitgemacht. Das heißt, jeder von uns kann seinen Narzissmus ausleben, aus gutem Grund. Wir müssen nicht mehr so entwürdigend die Arbeit leisten. Wir sind nicht mehr so geerdet wie früher. Wir haben viele Ursachen, um uns tatsächlich einmalig und einzigartig zu fühlen. Denken wir nur, dass wir durch die Lüfte fliegen können und in 48 Stunden an jede Stelle der Welt gelangen, was Gaius Julius Cäsar trotz seiner Kleopatra nie geschafft hat, denken wir nur daran, dass wir nicht mehr an Grippe und Lungenentzündung in der Regel sterben und dass man den Blinddarm herausoperieren kann, dass wir uns fortbewegen, dass wir durch das große Netz die ganze Welt zu uns hereinholen, dass wir mit Wikipedia niemanden mehr braucht, der Erfahrung hat und vieles, vieles andere mehr hat dazu geführt, dass jeder den Narzissmus leben kann. Auch das ist noch kein Problem. Das Problem beginnt woanders. Über Jahrhunderte hinweg war Narzissmus ein Makel und eine Sünde. Hochmut war sogar, glaube ich, eine Todsünde, zumindest eine Kirchensünde. Später sind dann wir Psychiater gekommen und haben gesagt, nein, nein, das ist eine Persönlichkeitsstörung, das ist ein psychisches Leiden. Und heute ist nichts mehr von dem zu spüren. Heute ist es zu einem Ideal geworden. Heute ist es etwas, was man anstrebt. Etwas, was man sagt, das möchte ich haben, das ist sozusagen ein Persönlichkeitsprofil, das ich erarbeiten möchte, das ich mir zulege. Das ist eine Haltung, die unsere Gesellschaft mehr und mehr dominiert. Ich habe einmal zwei junge Manager streiten oder schimpfen gehört über einen Dritten, der nicht anwesend war. Und dann hat der eine voll Empörung gesagt, dieser Pseudonarzist. Und die Kränkung lag sozusagen nicht auf dem Narzisst, sondern auf dem Pseudo, dieser möchte gern Narzisst, der möchte Narzisst sein und nicht einmal das schafft er. Und das, denke ich mir, ist sozusagen das Kennzeichnende der heutigen Zeit. Es ist eine erstrebenswerte, eine erwünschte Haltung geworden und wenn man so sagt, wir stehen am Beginn des Zeitalters des Narzissmus, dann ist das ein Stück weit schon richtig. Und wenn man eben davon spricht, dass der Narzissmus ausgebrochen ist, die narzisstische Epidemie, dann glaube ich, hat das auch vieles für sich. Das spiegelt sich übrigens auch in der Wissenschaft wieder. Es gibt inzwischen viele Narzissmus-Tests und Narzissmus-Inventare, wo alles vermerkt ist. Und da muss ich Ihnen aber noch etwas ganz Lustiges erzählen. In diesen Tagen erscheint die Bibel der Psychiatrie, das sogenannte DSM-5 in der fünften Ausgabe neu, im Mai 2013.
Und ich muss Sie warnen, da sind alle psychischen Störungen vermerkt und viele, die überhaupt keine sind. Also wenn man dem glauben könnte, dieser Bibel, dann wären 38% der hier Anwesenden irgendwie gestört. Also das ist eine Störung, wenn man traurig ist nach dem Tod des Vaters länger als 2 Wochen oder wenn der Liebeskummer länger als 10 Tage dauert, ist das alles schon behandlungsbedürftige Depression. Und jeder, der ein bisschen nervös ist, hat natürlich eine Hyperaktivität, das ist gar keine Frage. Und wenn man ein bisschen schüchtern ist, wie ich übrigens auch, dann ist man ein sozialer Phobiker und so weiter. Aber die häufigste Störung, die narzisstische, die wollten die Herren, die diese Bibel verfassen, das sind also selbst so halb abgehobene Götter, partout nicht drinnen haben. Warum wohl? Also ich habe mir meinen Teil gedacht. Also offensichtlich wollen sie sich nicht selbst etikettieren. Eine andere Erklärung dafür gibt es ja nicht, weil eben das Problem derartig überhandnehmend geworden ist. Und mir geht es in diesem Punkt, wie gesagt, ich will nicht den Zeigefinger erheben, aber ich glaube schon, wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann ist es unzweifelhaft so, dass dadurch die Gesellschaft kälter wird, dass die emotionale Intelligenz nicht mehr gebraucht wird, dass keine Solidarität mehr besteht und dass letztlich auch die narzisstischen Menschen selbst vereinsamen. Weil wir beim Narzissmus immer Folgendes beobachten können. Am Anfang ist er gut und hilfreich, wenn er im Übermaß vorhanden ist, wahrscheinlich sogar ein Karriereförderer, wenn man an sich glaubt, egoman ist, Durchsetzungsvermögen hat, andere mitreißen kann, andere blinden kann, dann macht man wahrscheinlich große wirtschaftliche Karriere. Aber irgendwann einmal wird es einsam, weil die Menschen in der Umgebung das nicht mehr aushalten, weil wir nicht zufrieden sind, wenn wir nur Ja sagen, Speichel lecken und Jubelknechte sind. Dann zieht man sich zurück, dann will man mit dem nichts mehr zu tun haben. Und weil der Narzisst dann derartig abgehoben ist, dass er überhaupt keine Kritik mehr zulässt, nichts mehr erkennt, was noch normal ist, niemanden mehr hat, der sich traut, ihm zu reflektieren, und dann kommt es zum Absturz. Und die ganzen großen Wirtschafts- und Korruptionsprozesse, die wir jetzt haben, ich will jetzt den armen Uli Hoeneß, der hat sonst genug Schläge, will ich in diesem Zusammenhang nicht erwähnen, aber diese ganzen großen Fälle, die bezeugen letztlich auch das Ende des Narzissten. Das mag uns nun ein leichter Trost sein, indem wir sagen, irgendwann einmal kommt sozusagen der Hochmut vor dem Fall, aber das ist tatsächlich eine Entwicklung, die man beobachten kann. Nun, der Ausdruck des Narzis, des Narzissmus, des Narzissten geht zurück, wie so vieles, auf einen alten griechischen Mythos, den ich Ihnen ganz kurz erzählen darf und nachher in einer modernen Version vorlese. Und zwar, Narziss ist das Kind eines Flussgottes und einer Nymphe und war ein betörend schöner Knabe. Die Mutter musste ihn alleine erziehen. Und von nah und fern sind die Jungen und die Mädchen gekommen und wollten ihn zum Freund haben, weil er von so einzigartiger Schönheit und von so großem Liebreiz war. Aber Narziss hat niemanden lieben können. Und das hat ihn nicht interessiert. Er hat alle Schrift zurückgewiesen, auch als Heranwachsender. Es war lediglich eine einzige Nymphe, die es geschafft hat, ihm nahe zu kommen, Echo, von der das Echo kommt, die alles nachplappert. Deswegen, weil sie nie einen eigenen Gedanken gehabt hat, sondern nur alles ihm nachgesagt hat. Die hat sich allerdings in ihn auch verliebt und als sie ihm das gestanden hat, da war er entrüstet und empört und gesagt, lieber will ich draufgehen, als ein emotionales Verhältnis eingehen. Das kann er also nicht, das ist ihm nicht gelungen. Eines Tages ist er erschöpft von der Jagd im tiefen Wald an einen Quell gekommen und will trinken und sieht, wie er, als er hineinblickt in dieses Wasser, einen wunderbaren Jüngling, sich selbst. Und er verliebt sich in dieses Bild, er kann sich nicht mehr lösen, er verharrt, er versucht sich zu vereinen, er schmachtet vor Sehnsucht, er neigt sich immer tiefer und tiefer und irgendwann einmal fällt er hinein und er trinkt. Also er hat auch diesen Absturz und dieses jähe Ende von seiner Selbstverliebtheit und von dem Wunsch, sich selbst zu vereinigen, die nicht möglich war. Also wir sehen hier drinnen so viel, irgendwie die ganze Problematik einer alleinerziehenden Mutter, die hingeht mit diesem Jungen und ihn vom besten Weissager sozusagen beurteilen lässt, der übrigens zu ihm gesagt hat, er wird so lange gesund und glücklich sein, solange er nicht sich selbst erkennt, solange er nicht
sozusagen in seine eigenen Abgründe blickt, wird er ein glückliches Leben führen können, dann nicht mehr. Wir haben hier enthalten dieses Autistische, dieses Nicht-Lieben-Können, dieses Sich-Nicht-Austauschen-Können, diese Selbstverliebtheit, die keine Verliebtheit ist, sondern eine Sucht, die letztlich zur Vereinsamung und zum Tod führt. Also viele, viele Elemente, die man gerade zu einem Lehrbuch der Psychologie entnommen haben könnte und die eben dazu führen, dass der Mensch dann doch irgendwie krank wird, die können wir diesem herrlichen Mythos, diesem schweren Mythos sozusagen entlocken. Und ich wollte aber das doch so darstellen, dass es auch ein bisschen in die heutige Zeit passt. Ich werde Ihnen nicht allzu viele Leseproben zumuten, aber einige wenige, und habe versucht, diesen Mythos des Nazis mit heutiger Sprache, mit heutiger Terminologie und mit heutigen Symbolen zu übersetzen. Herkunft nicht ganz klar, jedenfalls High Society. Mutter Topmodell, Vater Chef eines Energiekonzerns, flüchtige Bekanntschaft. Beim One-Night-Stand sollen Alkohol und Gewalt im Spiel gewesen sein. Big Boss auf und davon. Den Neugeborenen, wunderschön, nannte die Mutter Narciso. Sie ließ ihn, verwöhnt und voll Sorge, im weltweit führenden Genetikinstitut untersuchen. Alles okay, solange er das Ergebnis nicht kennt, so der Spezialist. Alle umschwärmten das Wunderkind, Burschen und Mädchen aus nah und fern, selbst Hollywood zeigt Interesse. Keine Resonanz, keine Emotionen, keine Beziehungen. Wahrscheinlich autistisch, vielleicht borderline, meinten die Enttäuschten. Nur Echo, die Jungschauspielerin, kam ihm nahe. Weil sie ihm alles nur nachplappert, sagte man. Schwer verliebt wollte sie ihn ganz haben. Er geriet in Panik, wurde gehässig. Lieber tot sein, soll er gebrüllt haben. Sie im Liebeskummer, Nahrungsverweigerung, Rückzug, Suizid, erhalten nur noch in ihren Filmen. Soll es ihm gleich gehen, dem arroganten Dreckschwein, schrieben sie auf Facebook. Im Golfclub, müde und verschwitzt, die erste Line. Orgastisches Hoch, nie gekannte Gefühle, wie ein Urknall. Abhebend, alles grandios, voller Durchblick und endlich Liebe. Ich bin einzigartig, unendlich geliebt. So etwas gibt man nicht her, vergisst es nie, will es wiederhaben, für immer. Mehr und mehr, Line auf Line, wochenlang. Sonst interessiert nichts, kein anderer und nichts anderes, kein Frust, nur noch Lust, tiefe Sehnsucht, ultimatives High. Nie aufhören, nie genug kriegen, nur schneller, intensiver, geiler. Der Körper bebt, das Innere zittert, das Gehirn zerspringt, aus. Nun, wenn man von Narzissmus spricht, dann sagt man in der Regel, das ist krankhafte Selbstliebe. Und das bestreite ich. Ich glaube, Narzissmus hat überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Auch nicht mit Selbstliebe. Ich denke, der bessere Ausdruck ist Selbstsucht. Man ist süchtig darauf, auf die eigene Person, auf alles, was man spricht, was man redet, vor allem süchtig auf die Resonanzen der Umwelt, auf das Lob, auf die Anerkennung, auf die Zuwendung. Aber das ist wie bei jeder Droge, es ist kein echtes Gefühl, es ist ein Schein, den man hier nachjagt. Und wie bei jeder Droge braucht man immer mehr davon. Und wenn man es nicht bekommt, ist man hilflos, landet im Entzug und lässt sich im Verderben. Also es hat zu tun mit Selbstsucht, nicht mit Eigenliebe. Der Narzisst kann niemanden lieben. Wenn man sich aber fragt, was ist der Narzissmus überhaupt? Woraus setzt er sich zusammen? Was beinhaltet er? Dann glaube ich, es sind im Wesentlichen 4 oder 5 große E, die sein Wesen bestimmen. Also zunächst einmal diese genannte Eigensucht, dann die übersteigerte Egozentrizität. Es ist alles nur auf mich ausgeliefert. So wie ich denke, ist das einmalig, so wie ich urteile, ist das grandios. Was ich erlebt habe und war es nur die Fahrt von Bludenz nach Feldkirch herunter, war ein grandioses Abenteuer, das nur wenige so mitmachen. Alltägliche Dinge, die man verrichtet, sind geradezu Heldentaten. Man hascht auf Anerkennung. Die Umgebung ist eigentlich nur dazu da, um einen zu sagen, dass sie nicht so großartig sind wie sich selbst. Und so könnte man auch sagen, der Narzissmus zeigt sich natürlich in übersteigerter Eitelkeit. Ich führe auch persönlich eben diesen Titel des Universitätsprofessors. Natürlich bin ich auch Arzt und dementsprechend habe ich auch viele Beispiele, weil es ja auch eine Selbstbespiegelung sein soll, aus diesem Bereich genommen. Also wenn ich Ihnen folgenden Geschichten erzähle,
dann soll das nicht heißen, dass sich der Narzissmus nicht im Alltag abspielt. Auch das werde ich Ihnen zu beweisen versuchen, sondern es betrifft schon öfters auch solche Persönlichkeiten. Und eine besonders schöne Geschichte, die auch zeigt, wie der Narzissmus letztlich auch im Prinzip etwas zu Belächelndes, etwas Ironisches, etwas Heiteres für den Außenstehenden an sich hat, ist folgende. Also da war ein Professor, der grandiose Vorlesungen gehalten hat. Rhetorisch brillant, wunderbare Beispiele. Er konnte erklären wie ein junger Herrgott. Und es sind viele, viele Menschen zu ihm gekommen, die gar nichts mit der Medizin am Hut hatten, sondern einfach, weil es toll war, diesem Professor zuzuhören. Und die ganze Stadt hat davon gesprochen. Wenn Sie sich an diese Veranstaltung erinnern, die wir hier auch einmal gehalten haben von Marie Curie, da ist erzählt worden, diese Geschichte von der Philippe Chargeot, einem großen Psychiater und Lehrmeister Sigmund Freuds, der dort in Paris dem staunenden Publikum Hysterikerinnen vorgeführt hat. Das kann man sich heute nicht vorstellen. Das war eine Zirkusveranstaltung und die Hysterikerinnen, die also Anfälle geschmissen haben, das waren die Stars, die man in der ganzen Stadt bewundert hat, wie heute die Models. Und Chargeot war eben ein Zirkusdirektor und hatten Leuten letztlich diese Krankheit demonstriert. Also so war es auch bei unserem Narzissmusprofessor. Und eine Eigenschaft an ihm war, dass er nie gesagt hat, ich, sondern immer gesagt hat, wir. Also wir haben entdeckt und wir haben überlegt und wir kommen zum Schluss. Naja, da war eine Studentin drinnen, die in der feministischen Bewegung engagiert war und auch in der Studentenpolitik. Und die erhebt also Kick die Hand und sagt, Herr Professor, wenn Sie wir sagen, wen meinen Sie damit? Ist das Ihr Team? Ist das das Professorenkollegium? Sind das Ihre Mitarbeiter? Wen meinen Sie damit? Der Professor, der also die Spitze nicht hört und natürlich auch ein Stück weit großartig eitel ist, Sie kennen ja dieses Wort, was ist der Unterschied zwischen einem Universitätsprofessor und dem lieben Gott? Gott weiß, dass er kein Professor ist. Der also das überhört, der würdigt sie keines einzigen Wortes und keines Blickes, sondern sagt nur zum Publikum gewandt, wenn wir wir sagen, dann meinen wir uns. Das ist eine belustigende Form des Narzissmus und ärgert uns vielleicht ein bisschen, aber das ist keine gefährliche Form. Schwieriger wird es dann, wenn die Menschen sehr gekränkt sind. Und das ist das nächste Element des Narzissmus. Sie sind einerseits unglaublich stark im Austeilen, weil also ganz Egoist, Egozentriker, aber auf der anderen Seite extremst empfindlich. Also anderen Menschen muten sie grobklotzige Kritik zu, sich selbst aber nicht einmal leiseste Korrektur. Jeder Regentropfen ist für sie ein Hammerschlag und eine Beleidigung. Und wie kann so etwas nur sein? Und etwas, was sie fast zu tödlichem Hass treibt, in einer der vielen Versionen des Narzissmus-Mythos, gibt es im Übrigen auch diesen Hinweis, Narzissmus beginnt vor lauter Sehnsucht zu weinen und da tropfen die Tränen in das Wasser und das wird trübe und das herrliche Bild ist nicht mehr so ganz klar und das vergrämt ihn so, dass er daran schon stirbt. Also das weist hin auf diese extremste Empfindlichkeit, dass man anderen nichts verzeiht, dass man jemanden, der einen wohlmeinend kritisiert, sofort als bösartigsten Feind betrachtet und das hält der Narzisst in keiner Weise aus. Das dritte E ist dann der Empathiemangel. Der Narzisst kann sich nicht in andere hineinfühlen. Das macht ihn dann letztlich auch so unmenschlich, das macht ihn letztlich dann ein Stück weit gefährlich. Er kann nicht fühlen, er kann nicht sozusagen in den Schuhen des anderen gehen. Er hat nicht diese Fähigkeit, die man so notwendig braucht, die auch dem Grundsatz der goldenen Regel zugrunde liegt. Was du nicht willst, dass man dir es tut, das füge auch keinem anderen zu. Er versteht nicht das Leid des anderen, er ist nicht empathisch und ihm ist niemand sympathisch. Er kann mit niemandem leiden. Und schließlich besteht der Narzissmus aus dem gefährlichsten und schlimmsten Element, das ist die Entwertung anderer. Der Narzisst ist dadurch großartig, nicht nur, dass er selbst tolle Leistungen erbringt und dass er, weiß ich was, eine schöne Uhr und einen bunten Krawatt und den stärksten Sportwagen hat, sondern er muss die anderen auch noch niederdrücken. Dadurch wird er ja noch einmaliger. Und wenn man eben sich fragt, wie die großen Diktatoren, welche Psyche, welchen Charakter die gehabt haben,
dann war ihnen allen gemeinsam dieses narzisstische Element der Entwertung anderer. Das liegt den Verfolgungen im NS-Reich und den anderen Diktaturen zugrunde, dass man andere entwertet als lebensunwert, als unnützesser, als minderwertige Rasse und so weiter und so fort. Und man fragt mich oft, waren diese ganzen Menschen von Nero bis Adolf Hitler und von Ivan dem Schrecklichen bis Josef Stalin und bis Pol Pot, waren die geisteskrank? Das waren sie nicht. Das waren sie nicht. Den Trost können wir gar nicht haben. Aber sie waren alles bösartige Narzissten. Das heißt, unglaublich in der Lage, andere Menschen zu manipulieren, zu beeinflussen, sie für sich zu gewinnen. Sie haben also diese Aura des Narzissten um sich verbreitet. Sie haben andere Menschen manipuliert, missachtet, eingesetzt. Sie haben sie ständig entwertet und sie haben sich nicht in das Schicksal der von ihnen beherrschten, tyrannisierten und verfolgten hineinfühlen können. Und sie waren in extremem Maße misstrauisch. Misstrauisch, es könnte jemand in dem Raum sein, der an meiner Großartigkeit kratzt, der an mir zweifelt. Und so hat der Nero seine ganze Verwandtschaft ausrotten lassen und Josef Stalin seine besten Freunde verfolgen bis nach Mexiko, um alle umzubringen und zu liquidieren, weil er in seinem Narzissmus, in seiner krankhaften Selbstliebe gemeint hat, die könnten mich beerben wollen oder die könnten mich stürzen. Und das ist das Wesen, das gleich ist bei den großen Tyrannen und auch bei den Serienkillers. Und man hat tatsächlich Profile erstellt, die verblüffend Übereinstimmungen gegeben haben. Und dem Serienkiller geht es ja auch immer darum, andere zu beherrschen, Gott zu sein, über Leben und Tod zu bestimmen. Und dieses extreme Misstrauen, diese Entwertung gegenüber anderen Menschen, die also nur in einem Machtspiel sozusagen gesehen werden, das macht ihn im Übrigen auch so sehr greifbar. Um das vielleicht gleich zu erledigen, wie gesagt, es ist heute so eine beliebte These, Wirtschaftsführer sind genauso, das ist natürlich, kann man nicht generalisieren, es gibt auch hochanständige Leute in Führungspositionen, aber wenn man sich einmal doch überlegt, dass früher der deutsche Bundespräsident, der damalige Roman Herzog, gesagt hat, wenn früher ein Unternehmer seinen Betrieb reduziert hat, wenn er Mitarbeiter entlassen musste, hat man ihn in Schimpf und Schande von dannen gejagt. Was ist heute? Heute sagt man, ein knallharter Sanierer, dem müssen wir eine besonders hohe Prämie zahlen, der macht den Betrieb schlank, in Wirklichkeit setzt er Existenzen aufs Spiel, der setzt Stellen frei, das heißt, er vernichtet wirtschaftliche Zukunft von ganzen Familien und er setzt sich durch. Und dann bekommt er noch Bonuszahlungen umgehängt. Das ist eben der große Unterschied zwischen der Ideologie vor einigen Jahrzehnten und der heutigen, dass das Narzisstische als Ideal und als etwas Belohnenswertes sozusagen gilt. Und die uns nahegelegene Wirtschaftshochschule, Universität in St. Gallen, eine der renommiertesten der Welt, hat ja herausgefunden, dass das Persönlichkeitsprofil von Brokern an der Börse zumindest und psychopathischen Serienkillern erstaunliche Parallelen aufweist. Also da hätte man nicht ohne weiteres einen Unterschied finden können. Natürlich, die einen leben ihres im sozial anerkannten Bereich aus, die anderen im kriminell deklarierten. Das ist schon der Unterschied und was das ausmacht, diesen Unterschied, das weiß man nicht so genau. Aber dass die Menschen parallel sind, das ist überhaupt keine Frage, dass die Persönlichkeitszüge große Übereinstimmungen aufweisen. Das soll jetzt keine Beschimpfung sein von allen Menschen, die uns führen, aber dass die Gefahrenmomente dort lauschen und das narzisstische Verhalten offensichtlich die Chancen begünstigt, aufzusteigen in führende Positionen, das, glaube ich, kann als unbestritten gelten und wurde im Übrigen auch wissenschaftlich inzwischen bewiesen. Nun, ich habe gesagt, der Narzisst kann sich nicht in andere Menschen hineinfühlen. Es ist nur sein eigenes Gefühl von Wichtigkeit. Und da möchte ich Ihnen ein Beispiel wieder aus dem Alltag nehmen, eine zweite Geschichte erzählen oder vielleicht vorlesen, die genau das sagt, wie es dem Narzissten nur um sich geht und wie sein kleines Leid für ihn eine Tragödie ist, während das andere Menschen für ihn nicht einmal der Rede wert ist, missachtet wird. Roger N., ehemals Tennislehrer und dann als Animateur tätig, fuhr mit seiner attraktiven Gattin im offenen Cabrio übers Land. Ihre wiederholten Bitten, vorsichtiger zu fahren, wies er rüde zurück. Die beiden gerieten in heftigen Streit. Roger drückte noch stärker aufs Gaspedal und es kam, wie es kommen musste.
während er selbst nach dem mehrfachen Überschlag des PKW das Wrack fast unverletzt verließ, erlitt seine Frau mehrere Knochenbrüche und schwerste Schnittverletzungen im Gesicht. Nach intensivmedizinischer Behandlung, zahlreichen Operationen und langdauernden Rehabilitationskuren blieben chronische Schmerzen und Bewegungseinschränkungen zurück, vor allem aber entstellende Narben im Gesicht. Roger suchte einen Therapeuten auf, zeigte sich am Boden zerstört und jammerte über sein schweres Schicksal. Er begann in der Therapiestunde lauthals zu weinen. Befragt nach dem Grund für seinen Zusammenbruch, nannte er nicht schlechtes Gewissen, Schuldgefühle oder gar Mitleid mit seiner Gattin, sondern meinte, wie stehe ich jetzt da mit einer Frau, mit der ich mich schämen muss. Verstehen Sie, das ist das Narzisstische, dass man nur sein eigenes geringes Leid über alles andere stellt und schwerste existenzzerstörende Situationen anderer Menschen nicht einmal zur Kenntnis nimmt. Nun, meine Damen und Herren, den Narzissmus finden wir überall. Wir finden ihn bei uns selbst, das ist überhaupt keine Frage. Wir finden ihn in Partnerschaft, im Beruf, in der Gesellschaft. Und ich habe mir gedacht, wie kann ich so dieses Narzisstische am besten darstellen mit Statistiken und so weiter. Das ist so eine Sache, die glaubt man nur bedingt, mit diversen Analysen psychoanalytischer Natur oder dergleichen ist es auch so ein gewisses Problem. Ich habe mir gedacht, wir müssen eigentlich zurückgreifen zu etwas, was bei uns Tradition hat, zum Spiegel. Und Sie wissen, im alemannischen Bereich, im schwäbischen Bereich, gibt es diesen Ausdruck des Narrenspiegels. Das heißt, in der Faschingszeit wird eine Zeitschrift herausgegeben, wo man alle Unverschämtheiten und Boshaftigkeiten sagen darf, ohne dass man dafür zur Rechenschaft gezogen wird, wegen Verleumdung oder übler Nachrede. Man nimmt sich also das Privileg des Narren heraus, welcher die unverblümte Wahrheit sagt, aber dafür exkulpiert wird. Der gilt als nicht zurechnungsfähig, sozusagen wie das Kind und der Betrunkene. Und ursprünglich wollte ich mein Buch eigentlich auch nennen, der Narzissenspiegel, diese schöne Ähnlichkeit, dieses Wortspiel, Narrenspiegel, Narzissenspiegel. Aber um was es mir viel mehr gegangen ist, war eigentlich, dass ich einerseits selbst die Rolle dieses Narren übernehmen wollte, nämlich Unverschämtheiten zu sagen und dafür nicht gerade stehen zu müssen. Und zum anderen natürlich die Psychologie des Spiegels. Ich glaube, dass der Spiegel was Grandioses ist. Wenn man sich das so überlegt, er ist im Prinzip etwas ein simpler Gegenstand, der nichts tut als reflektieren, aus der direkten oder aus verschiedensten Perspektiven. Und wenn wir uns überlegen, welche Macht er hat, wie er uns gefangen nimmt, wie oft wir in ihn hineinstarren, wie eine durchschnittliche Frau, so habe ich mir sagen lassen, 2 Jahre ihres Lebens in den Spiegel hineinschaut. 2 Jahre ihres Lebens. Bei Männern ist das, glaube ich, noch nicht genauso erforscht. Es wird etwas kürzer sein, nehme ich an. Wenn wir uns überlegen, wie wir mit dem Spiegel geradezu Gespräche führen, wie wir ihn zum Richter machen, Spiegel, ein Spiegel an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Wir fragen ihn also, sein Urteil ist jenes des Paares, wer ist die Schönste im ganzen Land, des Spiegel weiß es. Er zeigt uns manchmal Verzerrungen im Hohlspiegel, im Rückspiegel. Manchmal wird er auch zum Brennspiegel, wenn er auf eine besonders wunde Stelle bei uns hinweist. Er gibt uns die Chance, Dinge an uns zu sehen, weiß ich was, das Hinterhaupt, die Glatze, die Hinterhauptglatze, die wir sonst nicht so betrachten können. Er ist als ein Wunderwerk, der überhaupt nichts tun muss. Und haben Sie sich schon einmal gefragt, weshalb Spiegel oft derartig grandiose Rahmen tragen, Goldkränze, Lorbeerkränze und so weiter. Ich glaube, da geht es weniger um das Stück Glas, das hier reingerahmt wird, sondern um das, was man in diesem Lorbeerkranz tatsächlich sehen will. Das ist, glaube ich, der entscheidendere Punkt. Und diese wunderbare Fähigkeit des Spiegels, die haben die Menschen übernommen, die Psychologen. Die klassische Psychoanalyse ist nichts anderes als Spiegeln. Also der Proband liegt dort und assoziiert und der Psychotherapeut spiegelt, wenn er nicht gerade einschläft in der 468. Stunde. Wir haben eine unglaubliche Gier, uns gespiegelt zu sehen. Warum haben Familienaufstellungen so einen Zulauf? Warum rennen da alle hin? Weil sie die Situation in ihrer Familie gespiegelt bekommen wollen. Weshalb sind wir so gierig, wenn wir in der bunten Illustrierten oder sonst wo lesen,
erkennen sie ihren Charakter, Persönlichkeitstests, weil wir durch irgendwelche Ja-Nein-Antworten gespiegelt bekommen wollen, wer wir sind. Und selbst in der Hirnforschung spielen die sogenannten Spiegelneuronen, die interessanterweise von der italienischen psychologischen Schule entdeckt worden sind, eine immer bedeutsamere Rolle. Das sind jene Hirnzellen, mit denen es uns möglich ist, so zu fühlen, wie sich andere fühlen. Also ich kann damit fühlen, wie du fühlst. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn wir das so weiterspinnen, dann liefert uns der Spiegel derartig unglaubliche Beispiele. Ein französischer Lyriker und Philosoph, Rimbaud, hat einmal gefragt, warum bellt ein Hund, wenn er sich im Spiegel sieht? Das ist tatsächlich so. Die Hundebesitzer unter ihnen wissen das. Und er hat gemeint, weil der Hund nicht glauben kann, dass ich ich bin. Also dass das, was ich dort sehe, tatsächlich in ich sein soll. Das versetzt das Tier sozusagen in Panik. Und in einem berühmten kybernetischen Experiment ist man zu einem dieser Gurus damals gekommen und hat gesagt, geben Sie uns doch die Antwort drauf, welche Farbe nimmt das Chamäleon an, wenn es sich im Spiegel sieht? Und der Guru hat ein Kabinett entwickelt, das nur aus Spiegelwänden entstanden ist und das Chamäleon hineingesetzt und es ist gestorben. Es hat nicht die Farbe gewechselt. Es wollte sich mit seinem eigenen Bild, das es immer gesehen hat, vereinigen, genau wie Narzisson. Das ist nicht möglich und hat dazu geführt, dass es nicht mit seiner üblichen, würde man heute sagen, Bewältigungsstrategie reagiert hat, sondern es ist vor diesem Rätsel zu Tode gekommen. Und der Spiegel, der kann derartig herrlich die Perspektiven wechseln oder mit dem Spiegel kann man völlig überraschend die andere Sichtweisen einnehmen, sodass er, so glaube ich, eines der wichtigsten Instrumente in unserem Leben ist, ein Gegenstand, der seit Jahrtausenden im Prinzip gleich geblieben ist. Und in der Psychiatrie und beim Spiegeln von gesellschaftlichen Entwicklungen, von individuellen Entwicklungen ein ganz vorzügliches Instrument ist. Eine der schönsten, für mich schönsten Erzählungen des Narzissus-Mythos stammt von Oscar Wilde, den ich sehr liebe, muss ich sagen. Er war ja selbst ein Narzisst durch und durch. Er ist einmal einer berühmten Sängerin begegnet und hat gesagt, aha, die Königin des Gesangs und hier vor ihnen steht der Fürst der Sprache und so weiter. Und hat unglaublich diese Fähigkeit gehabt, hat auch diesen berühmten Roman geschrieben, Das Bildnis des Dorian Gray, sozusagen der Spiegel- und Narzisstenroman schlechthin. Und Wilde hatte diese Fähigkeit, den Spiegel so ganz verblüffend einzusetzen, aus immer anderen Perspektiven, als eines seiner schönen Worte lautet, vergib deinen Feinden, wie in der Heiligen Schrift, und dann aber der Zusatz, nichts verdrießt sie mehr. Also das ist ja so, oder wenn jemand mit uns streiten will, dann wir streiten nicht mit, sondern sind friedlich, dann verdrießt man die Menschen. Da habe ich im Übrigen auch eine schöne narzisstische Geschichte erlebt, wenn ich das einfügen darf. Da waren zwei Professoren der Psychiatrie, muss ich dazu sagen. Die haben also zwei Kliniken und Lehrkanzeln gehabt und beide waren Experten für Konfliktmanagement und Aggressionsabbau, Deeskalation und so weiter. Das hat überall funktioniert, nur nicht bei ihnen selbst, wie das ja bei einer Psychotherapeuten oft so ist, das eigene Zunft dann Not leidet, wenn es um Kränkung, um Eitelkeit und so weiter geht. Also die beiden streiten miteinander und einer sagt, der andere hat vorgestrige Methoden und die Patienten werden ja nicht gesund und wie die da behandelt werden und die wissenschaftlichen Arbeiten sind alle plagiert. Und der andere hat genau dasselbe von seinem Gegenspieler behauptet und das hat dann die ganze Klinik gelähmt, weil hier natürlich auch die Mitarbeiter mit einbezogen werden und alles, was die anderen tun, nur mehr Feindschaft war. Wir haben einmal Kollegen von der Universität gesagt, du hast es schön in deinem kleinen Krankenhaus in Frastanz, in der Provinz, in Gallien sozusagen, weil bei uns gehen 95% mit Intrigantentum drauf, entweder selbst zu spinnen oder abzuwehren und 5% bleiben für Forschung und Lehre. Also kurzum, so war es auch bei diesen beiden Professoren, woraufhin der eine dann eines Tages ins Kloster geht. Das ist ja heute modern, Kloster auf Zeit. Und er kommt also tatsächlich geläutert zurück. Und er tritt im Kanossergang an zu seinem Gegner hinüber und sagt, Sie horchen, das wollen wir uns nicht vertragen. Es ist für die Sache und für die Universität und für die Gesundheit der Patienten das einzig Richtige. Der andere ist ganz verblüfft, sagt vorerst nichts. Und am nächsten Morgen sagt der Mitarbeiterteam, stellt euch vor,
jetzt will mich dieser Psychopath mit Frieden erpressen. Oscar Wilde, ich bin jetzt abgeschweift, Oscar Wilde erzählt die Narzissmusgeschichte etwas anders, mit einem verblüffenden Wechsel des Spiegels. Und zwar, wie als ein Narzisso gestorben ist, wird der Teich, in dem er sich gespiegelt hat, das süße Wasser salzig. Also es wird zu Tränenwasser, ein Meer voll Tränen, könnte man sagen. Da kommen die Nymphen vom Wald und singen ihm vor zum Trost und sagen, wir können es ja so gut verstehen, du hast ihn ja so geliebt, er war ja so wunderschön, dass du jetzt eben salzig und traurig geworden bist. Da fragt der Teich, ganz überrascht, war Narzisso schön? Die Nymphen sagen, du willst uns wohl veräppeln. Wer muss es denn wissen? Nur du. An uns ist er vorbeigegangen, hat uns immer verachtet, nicht einmal missachtet, aber bei dir ist er den ganzen Tag hineingesessen. Da sagt der Teich, eben deswegen weine ich ja, weil in seinen Augen habe ich meine eigene Schönheit gespiegelt. Verstehen Sie, diese verblüffende Änderung, die der Spiegel zulässt und die uns immer wieder neue Perspektiven gibt in der Betrachtung des Narzisstischen. Nun, meine Damen und Herren, ich habe gesagt, Narzissmus gibt es auch in der Partnerschaft, in vielerlei Form. Man könnte manchmal auch sagen, die Partnerschaft ist im Prinzip ein Ringen mit dem Narzissmus, natürlich des jeweils anderen, aber in erster Linie mit dem eigenen. Partnerschaft hat immer sehr viel zu tun mit Machtverhältnissen. Eine Partnerschaft kann, glaube ich, nur dann gut funktionieren, in der Regel, wenn die Machtverhältnisse geklärt und halbwegs ausgeglichen sind. Also es gibt ja dieses berühmte arabische Modell, Sie wissen, die Frau hat in der Öffentlichkeit nichts zu sagen, nicht einmal das Wahlrecht, darf nicht einmal Auto fahren oder ihr Gesicht zeigen, aber im Zelt oder im Palast sind die Verhältnisse genau umgekehrt und so funktioniert das halbwegs. Und in Großbritannien hat man kürzlich 30.000 Paare untersucht, warum hält deren Beziehung, also man hat nicht gesagt, warum lassen sich alle scheiden, sondern was hält sie zusammen. Und das Ergebnis war, dass dann, wenn der verdienende Teil, das ist in der Regel immer noch der Mann, wenn der zu Hause die untergeordnete Rolle spielt, dann ist das der sicherste Indikator, dass eine Beziehung hält, weil dann eben die Machtverhältnisse irgendwo einen Ausgleich erfahren haben. Und so ist es wahrscheinlich ein Stück weit auch im Narzisstischen, wenn der Mann der Narzisst ist, der berufliche Karriere macht und mit dem Chef persönlich redet und überhaupt ganz großartig, und die Frau ist damit zufrieden, dann ist das wahrscheinlich okay. Dann geht es keinem schlecht dabei. Wenn aber die Frau eines Tages damit nicht mehr auskommen wird, wenn sie sagt, ich möchte jetzt mehr tun als den bewundern, ich möchte mehr sein als die Frau hinter einem erfolgreichen Karrieristen, wenn sie sagt, ich steige jetzt wieder den Beruf ein oder mache eine Ausbildung, dann wird es Probleme geben. Ich muss darauf hinweisen, ich beschreibe das jetzt nur ganz kaltherzig, wie das so abläuft. Was passiert dann? Dann wird der ehemals Mächtige, der Narzisst, natürlich versuchen, an ihre Vernunft zu appellieren, kannst du nicht blöd sein und wieder arbeiten beginnen. Er wird sie betteln und bitten, bleib doch zu Hause, ist doch viel schöner. Er wird sie bedrohen, wenn du das nicht tust, dann ziehe ich dir das Gehalt und dieses und jenes. Und was erreicht er damit? Dass die Frau natürlich sich noch weiter von ihm abwenden wird und entdeckt, es ist eigentlich viel, viel schöner, wenn ich meinem eigenen nachgehe, mein eigenes Einkommen habe und über mich selbst bestimme. Das hält der gekränkte Narzisst nicht aus. Es wird dann das entstehen, was man einen Rosenkrieg nennt, bei dem es am Schluss einen Verlierer gibt. In der Regel ist das der Narzisst. Und jetzt sagt er sich Folgendes. Einmal werde ich noch recht haben. Und zwar definitiv. Einmal werde ich wieder der Starke sein. Einmal wird das Ganze so sein wie früher. Und in der Zeitung lesen wir dann Familientragödie. Und das muss ich leider sagen, das nimmt in der heutigen Zeit dramatisch zu. Es hat es immer gegeben, dass eine depressive Mutter ihr Kind mit in den Tod genommen hat, Mord aus Liebe. Das hat damit nichts zu tun. Hier geht es um eine narzisstische Kränkungsreaktion, um einen übersteigerten Egoismus, wo es nicht darum geht, jemand anderen vor dieser schrecklichen Welt zu bewahren, sondern das einzige Ziel darin liegt, noch einmal recht zu sein, noch einmal einzigartig zu sein, noch einmal nicht verloren zu haben. Und wenn wir
in der Entwicklung des Verbrechens, die ja auch sich der modernen Zeit ein Stück weit anpasst, zurückblicken, dann sehen wir, dass solche Gekränktheitsdelikte, also tief narzisstische Delikte, heute stark ansteigen. Denken Sie an die School-Shootings, an die Schulamokläufe. 103 Fälle in den letzten 20 Jahren, vorher hat es das praktisch nicht gegeben. In zweien übrigens waren nur Frauen beteiligt. Und das sind keine Täter, die aus sozial schlechten Verhältnissen kommen oder die psychisch krank sind, sondern in der Regel sogar aus sehr guten Umständen. Oberes Milieu sozusagen, im berühmtesten Amoklauf der Geschichte, waren die Eltern eines Attentäters sogar beide Psychotherapeuten. Und was ist hier abgelaufen? Diese späteren Täter, das waren Einzelgänger. Die waren nach außen hin nicht sehr auffallend. Man hat nur gesagt, das ist ein bisschen ein Sonderling, er hat Kontaktprobleme. Innerlich aber hat es ganz anders ausgeschaut. Er hat sich gesagt, ich bin nichts wert. Die anderen kommen sich viel besser vor. Die schließen mich aus. Ich habe keine Freundin. Ich werde nicht zur Geburtstagsparty eingeladen. Ich bin nichts wert. Einmal werde ich es euch noch zeigen. Einmal werde ich noch Recht haben. Einmal werde ich nicht nichts sein. Und dann holt er die Pistole aus dem Schlafzimmer seines Vaters und fährt in eine Klasse, legt 16 Leute um, völlig Unschuldige, das ist ihm völlig egal, nicht das geringste Einfühlungsvermögen, die totale Entwertung, es dient nur dazu, einmal für eine Viertelstunde im Mittelpunkt der Welt und des großen Netzes zu stehen, einmal wird man den Namen anhalten und einmal wird man mich kennen. Es hat im alten Griechenland einen Vorbildsfall gegeben, Herostrat, der hat einen Tempel zu Artemis angezündet, eines der 7 Weltwunder. Und unter Folter hat er dann gestanden, ich wollte das tun, um weltberühmt zu werden. Und da bietet natürlich die heutige narzisstische Welt, wenn man so will, dazu ideale Voraussetzungen. Und das ist, so fürchte ich, ähnlich wie die Familientragödien, etwas, was sich nicht so rasch ändern wird. Jetzt bin ich also doch noch im Kriminal gelandet. Ich wollte aber noch einmal über die Ärzte runterhauen und über die Chefärzte. Aber ich erzähle Ihnen das. Da war ein Narzisst kann sich nicht entschuldigen. Es ist ihm vollkommen unmöglich, zu einem anderen zu sagen, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Das würde ihn maßlos kränken, dass er in seiner Einzigartigkeit etwas Falsches getan haben soll und das dann noch zugeben und um Verzeihung binden. Aber einmal habe ich doch erlebt, wie sich ein schwerer Narzisst entschuldigt hat. Es handelt sich um einen Schönheitschirurgen, einen bekannten Ärztestar mit goldenen Händen, natürlich nicht aus dem Land. Es ist ein bombastisches Aufdrehen, gepaart mit absolutistischer Sicherheit und zielsicheren Anordnungen, beeindruckt die viele. Von weit her strömten ihm Patientinnen, besser gesagt Kundinnen, zu. Nach außen hin überzeugend und von formaler Höflichkeit verachtete er die Frauen innerlich zutiefst. Hinter den Kulissen sprach er von Fleisch- und Knochenware, von minderwertigen Körperteilen und von Ersatzteillager. Er lachte über die Blödheit der hässlichen Enten, die durch Heirat zu goldenen Gänsen geworden seien, lästerte über deren potenzschwache Männer und bedachte alles mit seinen zynischen Kommentaren. Erwartungsgemäß machten diese nur vor ihm und seinen grandiosen Fähigkeiten Halt. Seine Angestellten behandelte er wie Sklaven, ausbeuterisch, rücksichtslos, verachtend, bezahlte sie miserabel, stellte die Dienstpläne willkürlich um und holte die Arbeitsnehmer an Wochenenden und während ihrer Urlaubszeit wegen medizinischer Notwendigkeiten in den Dienst. Sie bezeichneten ihn als Charakterschwein, identifizierten sich aber wohl zum Teil mit ihrem Aggressor und sonnten sich in seinem Glanz. Dann kam es zum Skandal. Der eifersüchtige Mann einer ehemaligen Schönheitskönigin, welche sich einem Lifting unterziehen wollte, hatte sie bis in die Toilette hinein begleitet. Dort entdeckte er eine versteckte Überwachungskamera. Als die Medien in großer Aufmachung davon berichteten, begründete der Schönheitsexperte nach anfänglicher Ahnungslosigkeit die verbotene Installation mit Sicherheitskontrollen und Überprüfung der Praxisabläufe. Schließlich musste er sich auf einer Pressekonferenz zu einer Entschuldigung überwinden. Danach bestellte er die Frau zu einem Gespräch, in dem er sich, so deren Erwartung, wohl persönlich entschuldigen werde. Zu ihrer Überraschung brüllte er sie, kaum dass sie seine prachtvolle Praxis betreten hatte, an. Sie entschuldigen sich jetzt sofort. Weshalb denn? Fragte die verdutzte Frau. Weil ich mich wegen Ihnen entschuldigen musste. Jetzt gar noch eins zum Drauflegen ein bisschen später. Ja,
Nun werden Sie mich fragen, welche Typen von Narzissten gibt es? Und das ist tatsächlich ein Problem. Der Narzissmus ist nicht nur der Egomane und nicht nur der von sich Überzeugte, ist nicht nur der Selbstverliebte und der Selbstsüchtige. Es gibt den Narzissten in verschiedenster Form und es ist nicht einfach, ihn zu erkennen, ihn zu identifizieren, das Narzisstische zu sehen. Ich nenne nur ein paar davon. Natürlich, also den herkömmlichen Narzissten, über den ich jetzt ja genug geschimpft habe, den wir jetzt einmal in Ruhe lassen wollen. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Formen. Also beispielsweise der chronisch Beleidigte. Sie wissen, es gibt Menschen, die sind immer angerührt und immer irgendwie gekränkt. Man hat, sobald man zu ihnen kommt, das Gefühl, dem habe ich irgendwas getan. Man weiß zwar nicht genau was, aber man fühlt sich schuldig. Er verstrahlt um sich tatsächlich diese Aura. Mir ist Unrecht geschehen, mich hat man beleidigt, ich habe allen Grund, gekränkt zu sein und du bist schuld daran. Das sind sehr unangenehme Menschen und da kann ich nur den Rat geben, wahren Sie Distanz. Es gibt die parasitären Narzissten. Das sind diejenigen, die auf jedem Stehempfang und jeder Vernissage und so weiter zu finden sind, überall wo es kostenlos zu essen und zu trinken gibt. Und denen es ganz selbstverständlich ist, dass immer die anderen bezahlen und für sie aufkommen. Das ist eine große Ehre mir, sozusagen die Zeche bestreiten zu dürfen, einem derartigen Genie, wie ich es bin. Und die anderen sind ja zu nichts anderem da als dazu. Menschen, die davon durch und durch durchdrungen sind. Hier kann ich nur den Rat geben, fragen Sie, wann Sie denn von ihm eingeladen werden oder ob er das nächste Mal zahlt. Es gibt ja amorösen Narzissten, das sind diejenigen, die bei jeder Begegnung mit dem anderen Geschlecht, meistens sind es also Männer, also wenn sie Frauen auf Frauen treffen, sofort so dieses Spiel beginnen, dieses Unausgesprochene, dass sie die Verführer sind und die anderen die, die sich verführen lassen müssen und für die es keine andere Form der Kontaktaufnahme mit den anderen gibt, als sozusagen der Grandiose, der Überlegene, der Begehrte, der Verführerische, dem man selbstverständlich nachgeben muss. Es gibt die fanatischen Narzissten, die eine Idee entwickeln und wehe, man wagt es daran, den geringsten Zweifel auszuüben. Dann wird man sofort zum Feind werden. Und es beginnt dann eine langdauernde querulatorische Entwicklung. Diese Menschen findet man vor allem bei Gericht. Ich muss dazu sagen, ihre Häufigkeit in der Bevölkerung beträgt 0,0002%. 0,0002%. Sie verursachen aber 16% der Arbeit der Justiz. Solche Aktenberge, weil ihnen irgendwann einmal vielleicht ein kleines Unrecht passiert ist. Und das hat sie derartig gekränkt, das lasse ich mir nicht gefallen, dass sie dann Klage um Klage einreichen, dass sie dann an den Bundesminister, an die Bundesministerin, an den Bundespräsidenten, an den Papst, an den Menschengerichtshof Eingabe um Eingabe gehen und letztlich einen unglaublichen Aufwand betreiben und selbst in schwerste Isolation geraten. Und jeder, der nicht ihre Meinung teilt, ist für sie ein absoluter Feind. Es gibt darüber hinaus die sozial angepassten Narzissten. Das sind diejenigen, die sich gerne als Experten sehen, die sich nach außen hin nichts anmerken lassen, die sich sehr gut, denke ich, auch verstellen können, die an sich recht angenehm im Umgang sind, aber die auf jegliche Kritik extremst empfindlich reagieren, so nach dem Wort, nach dem Motto, Gott verzeiht, der Narzisst aber nicht. Und dann gibt es natürlich noch die Wüteriche und Narzissten großen. Ein schönes Beispiel habe ich kürzlich einmal in Wien erlebt, als ein deutscher, potenter Käufer kommt in ein renommiertes, altes Restaurant, Café, Gasthaus, wird seiner Meinung nach nicht rasch genug und freundlich genug bedient. Und was macht er? Er kauft den ganzen Laden und schmeißt sofort alle Bediensteten hinaus. Das war also seine erste Aktion. Und diese großartigen Narzissten, die haben eigentlich nur eine einzige Angst, es könnte irgendwo noch einen größeren geben. Also ein Narzisst, der Große, fürchtet sich vor Narzisst, dem Allergrößten. Das ist seine lebensbestimmende Angst. Meine Damen und Herren, ich will noch zwei Gedanken sagen. Das eine ist, warum wird man eigentlich Narzisst? Und das andere ist, wie kann man mit Narzissten umgehen? Zur ersten Frage gibt es im Prinzip zwei Theorien. Es spielt natürlich immer eine Rolle, meine Anlage.
für die ich ja nichts kann, die ich mit auf die Welt bekomme, als eine gewisse genetische Bereitschaft dafür scheint es zu geben, möglicherweise auch einige Besonderheiten im Gehirnbau und in der Gehirnfunktion. Das wesentlich Wichtigere aber ist die Situation in der frühen Kindheit. Jetzt werden Sie wahrscheinlich einen allergischen Anfall bekommen und sagen, schon wieder die böse Mutter und der abwesende Vater, das kennen wir, danke. Aber es ist nun einmal so, es ist tatsächlich so, dass die erste Lebensphase, so die ersten 4 Lebensjahre, an die wir uns ja nicht erinnern, für die spätere Persönlichkeitsentwicklung sehr wichtig sind. Und da kann man im Prinzip sagen, gibt es 2 große Risikokonstellationen. Das eine ist, wenn ein Kind zu sehr verwöhnt wird, wenn es zu viel an Zuwendung, Zärtlichkeit, Zeit bekommt, wenn dieses Kind von vornherein nur bewundert wird, nur bestaunt ist. Es ist vom ersten Schrei an der Superstar schlechthin. Beim ersten Besuch der Musikschule ist man schon überzeugt von der großen künstlerischen Laufbahn. Und beim ersten Rechentest in der Volksschule steht der Nobelpreis nichts mehr im Wege. So ein Kind lernt natürlich nie, sozusagen auch Niederlagen zu ertragen, sich eine dicke Haut wachsen zu lassen, niederzufallen und wieder aufzustehen, wie es ja sein müsste. Und wird dann selbstverständlich diese Rolle, dieses Einmalige, dieses nur Gelobte, dieses nur Überhäufte mit Bewunderung und Anerkennung ein Stück weit als Lebensprinzip und als persönlichkeitsbestimmenden Faktor übernehmen. Und das liegt eigentlich auf der Hand, da muss man kein großer Psychologe sein, um zu sehen, dass das natürlich die Kränkbarkeit, die Eitelkeit, den Narzissmus, das Gefühl der eigenen Großartigkeit fördert. Wenn das Gegenteil der Fall ist und ein Kind überhaupt nichts von dem bekommt. Keine Zuwendung, keine Zärtlichkeit, keine Zeit, keine Emotion. Dann endet das ebenfalls entweder im Narzissmus oder in der Katastrophe oder in beidem. Sie kennen ja wahrscheinlich diese berühmten französischen Experimente, wo man zu Krankenschwestern gesagt hat, ihr dürft mit den Säuglingen nie lachen, nie Emotionen zeigen. Ihr müsst sie perfekt pflegen, sobald sie schreien, ihnen die Flasche geben, sofort sauber legen, trocken legen. Aber ihr dürft ihnen nie Eier, Popeye, nie lächeln und nie Emotionen zeigen. Und dieses Experiment hat man abbrechen müssen, weil die Kinder die Nahrung verweigert haben und gestorben wären. Als eine schwerste narzisstische Kränkungsreaktion, weil ich nicht Liebe und Zuwendung bekomme. Und so ein Mensch, der damit unterversorgt ist, der wird ein Leben lang gierig nach diesen Anerkennungen sein und wie ein Süchtiger, also wie ein Narzisst, nach Lob oder Pseudolob, so möchte ich fast sagen, streben und danach ein Leben lang darum kämpfen. Und mir scheint das schon gerade bei Süchtigen so zu sein, dass diese Situation häufig der Fall war, dass sie dann später auf ihrer Sucht nach Liebe, nach Zuwendung eben diese auch in Drogen suchen. Und mir scheint es auch bei vielen Beziehungsdelikten der wahre Hintergrund zu sein, dass es die Menschen nicht ertragen, nicht geliebt zu werden. Und wenn ihnen das später begegnet, passiert in der Partnerschaft, dann fühlen sie sich daran erinnert, es wird die Situation reinszeniert und sie fordern dann mit sozusagen kindlichem Schreien das ein, was sie ein Leben lang vermisst haben. Also diese beiden Risikosituationen sind gegeben. Daneben spielen natürlich auch andere Dinge eine Rolle, die ich bereits schon gesagt habe. Gesellschaftliche Strömungen, Zeitgeist, Mode und einiges andere mehr. Nun, Sie werden sagen, vielleicht, so hoffe ich, da hat den einen oder anderen jetzt beschrieben aus meinem Umfeld, Männer sind immer noch etwas häufiger, was Narzissmus betrifft, als Frauen. Frauen emanzipieren sich aber zunehmend. Und Sie werden sich aber fragen, wie gehe ich mit einem Narzissten um? Wie ertrage ich ihn? Und das möchte ich am Schluss vielleicht einige Hinweise geben, nicht in Form eines Kochrezepts, sondern eher so als Überlegungen, was könnte man hier tun? Also zunächst einmal scheint mir wichtig zu sein, den Narzissmus überhaupt zu erkennen, der sich, wie gesagt, in verschiedenster Form zeigt, nicht nur in dieser offensichtlichen, sondern auch in diesen versteckten. Und wenn Sie hier sehr aufmerksam sind, dann garantiere ich Ihnen, Ihre Trefferwahrscheinlichkeit ist sehr hoch und steigt von Tag zu Tag, dass Sie mit Narzissten in Ihrer Umgebung, natürlich auch in sich selbst, rechnen. Das Zweite ist, dass der Narzisst um sich eine ganz besondere Aura erzeugt. Also so ein Fluidum, so ein Gefühl,
dem man sich nicht entziehen kann. Ich nenne das den Duft des Nazis oder der Narzisse, wenn man so will. Der Narzisst betritt den Raum und alle Blicke richten sich auf ihn. Er nimmt den Raum ein. Der Narzisst ergreift das Wort und alle hören auf ihn und bestaunen und bewundern ihn. Der Narzisst ist jemand, der sozusagen eine unausgesprochene manipulative Fähigkeit hat. Wir fühlen uns hier dankverpflichtet. Wir fühlen uns hier geradezu genötigt, ihn zu bewundern. Wir fühlen uns schuldig, obwohl wir gar nicht wissen, was wir eigentlich getan haben sollen. Und dieser Aura muss man sich entziehen, indem man gleichsam heraustritt, indem man sagt, aber ich habe auch meine Grenzen, ich habe auch meine Züge, ich habe auch meine Persönlichkeit, ich habe auch meine Stärken, ich bin genau gleich viel wert wie der andere. Das ist schwierig, aber das ist ein innerpsychologischer Vorgang, der von allergrößter Wichtigkeit ist. Das Dritte ist, nehmen Sie dem Narzissten nicht auf einen Schlag seine Droge. Ein Heroinabhängiger, der von einem Tag auf den anderen auf Null gesetzt wird, wird schwerste Entzugserscheinungen bekommen, epileptische Anfälle, Delirien, vielleicht verstirbt er daran. Und so ergeht es auch dem Narzissten. Seine Droge heißt Lob und Anerkennung. Geben Sie es ihm eine Zeit lang in der richtigen Dosis, aber mit guter Qualität. Geben Sie ihm echtes Lob, nicht vordergründiges, nicht falsches, nicht heuchlerisches. Aber Sie haben sonst kein Fenster zu ihm. Der Narzisst lässt in seiner Abwehrhaltung, in seiner Festung fast niemanden an sich heran. Das Einzige, was ihn anspricht, ist diese Tür durch echtes, authentisches Lob. Der Narzisst ist schwer zu ertragen und wir resignieren leicht. Aber sehen Sie einmal, was hinter der Fassade steckt, nämlich ein schreiendes, hilfloses Kind. Und wenn Sie einen Wüterich so betrachten, er ist im Prinzip einer, der nach Anerkennung, nach Zuwendung, nach Verständnis schreit, er ist ein hilfloses Kind, dann ertragen Sie ihn zumindest leichter. Es ist wichtig, dass man dem Narzissten manchmal seine eigene Waffe vorhält, den Spiegel, dass man ihn spiegelt, dass man also beispielsweise sagt, ganz locker, aha, habe ich gar nicht gewusst, wenn er von seinen Heldentaten erzählt. Ist das in der Öffentlichkeit schon bekannt, hat die Bild-Zeitung schon darüber berichtet? Weiß man in ihrem Dorf überhaupt, was für ein Genie wir hier beinhalten? Also Sie sehen, so das Spiegeln, das ganz harmlose Spiegeln ist etwas, was ihn trifft. Und ich sage Ihnen noch etwas. Als Zweitletztes, setzen Sie eine Waffe ein, die der Narzisst fürchtet wie der Teufel das Weihwasser. Und das ist der Humor. Sie sehen nie einen lachenden Narzissten. Narzissten sind humorlose Gesellen. Und nichts ist ihnen verfluchter als Ironie, als leiser Spott, als Lachen, als Humor. Darum denke ich, ist mein Buch im Übrigen auch ein ganz lustiges geworden, weil man hier tatsächlich viele, viele amüsante und ironische Dinge sozusagen hineinverpacken kann. Und schließlich, ich bin Psychotherapeut, wofür ich mich abermals entschuldige, gebe ich Ihnen einen ganz untherapeutischen Rat. Wenn jemand eine durch und durch narzisstische Persönlichkeit ist, vom ersten bis zum letzten Atemzug, auch das gibt es, dann dürfen Sie nicht der Verlockung verfallen, ihn therapieren zu wollen, wie das Ehefrauen manchmal machen, indem sie einen Narzissten heiraten und denken, ich werde ihn dann schon kurieren. Das gelingt nicht, da haben Sie überhaupt keine Chance. Dann gibt es nur einen einzigen, ganz untherapeutischen Ratschlag. Machen Sie einen großen Bogen und ergreifen Sie die Flucht. Womit ich eigentlich ein treffendes Schlusswort gefunden hätte, ergreifen wir jetzt alle die Flucht und machen wir einen großen Bogen. Aber ich will noch einen letzten Gedanken einfügen. Die Geschichte des schönen, betörenden Jünglings Narzisso gibt es in 7 Versionen, 3 davon habe ich erzählt. Ich komme zur letzten. Wenn man sich also überlegt, was können wir gegen diesen narzisstischen Zeitgeist tun? Dann glaube ich, dass es tatsächlich wichtig ist, dass uns der bewusst wird, dass wir den erkennen, dass wir den auch irgendwie wieder in die richtigen Schranken zu weisen versuchen, dass wir diese Koordinaten zwischen Selbstvertrauen und Eigensucht, zwischen Durchsetzungsvermögen und Rücksichtslosigkeit wieder etwas zurechtrücken. Und ich bin auch überzeugt davon,
dass die gesellschaftliche Entwicklung das zum Teil auch von sich aus korrigierend macht. Ich nenne Ihnen einige Beispiele. Die Umweltbewegung, dass eben gerade heute, die Grünen haben ja überall beste Umfragedaten, dieser Gedanke, dass wir mit den Ressourcen unserer Kinder und Kindeskinder weniger verachtend umgehen sollen, dass der heute so populär und so auch emotionalisierend geworden ist. Ich sage als Beispiel, dass wir heute doch beginnen, die Steueroasen, im Prinzip ein narzisstisches Instrumentarium ersten Ranges, die Blöden zahlen die Steuern und wir sonnen uns in immer noch größeren Gewinnen, dass die jetzt trockengelegt werden, dass man tatsächlich in Firmen ernsthaft sagt, es sollte der Bestverdienende nicht mehr als das 20-fache haben, als der Schlechtsverdienende. Ich nenne als Beispiel das Wort des Heiligen Vaters, das kann ja nur wahr sein, er ist ja unfehlbar, dass eben auch die katholische Kirche und wahrscheinlich alle anderen Religionen eine schwere narzisstische Krise haben und von der wegkommen müssen und die anderen was gelten lassen. Am Wochenende hat er gesagt, es sind ja auch die Muslims und die Juden und die Hinduisten Kinder Gottes. Das ist im Prinzip ein schöner antinarzistischer Gedanke. Ich nenne ja auch den Humor, der, glaube ich, in unserer Zeit wieder etwas aufkommt. Und ich nenne ja als Letztes diese von niemandem gesteuerten und von niemandem initiierte Vegetarierbewegung, die es unter jungen Menschen gibt, dass immer mehr Studenten, Lehrlinge und so weiter sagen, ich esse aber kein Fleisch mehr. Und zwar nicht aus diätetischen Gründen, aus Ernährungsgründen, sondern weil sie sagen, die hilflose Kreatur, die möchte ich nicht auch noch aufessen. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Für mich, ich bin selbst nicht Vegetarier, muss ich zugeben, aber für mich ein klares Indiz, dass dort, wo die Gefahr des Narzissmus wächst, auch das Rettende wächst und das hoffe ich, dass das beginnt. Und die letzte Geschichte von Narzissus, diesem schönen Jüngling, endet anders. Und zwar, er verstirbt als an seinem Quell, vor Sehnsucht welkt er dahin. Wie so viele Süchtige wird seine Sucht nicht erfüllt und er verstirbt. Aber was geschieht jetzt? Der Leichnam wird nicht verbrannt, sondern die Götter verwandeln ihn in eine kleine, unschuldige Pflanze, die Anbruch einer neuen Zeit kündigt, die hilflos ist, die im Übrigen als einzige, habe ich mir vom Gärtner sagen lassen, deren Wurzel nicht von den Wühlmäusen angefressen wird, die Narzisse. Das heißt also mit anderen Worten, wir brauchen eine neue Qualität, wir brauchen eine neue Dimension, wir brauchen statt des schönen Jünglings eine liebliche Blume. Vielen Dank. Lieber Reinhard, ganz herzlichen Dank für diesen unwahrscheinlich lebendigen Vortrag. Der Vortrag hat uns in beeindruckender Weise ernst und humorvoll gleichzeitig gezeigt, wie sehr narzisstisches Denken, narzisstisches Fühlen, narzisstisches Handeln unser Leben in allen Bereichen bestimmt, in der Partnerschaft, ebenso wie im Beruf, in den Management-Etagen, ebenso wie in der Politik bis hin zu den größten Verbrechen. Wie immer bei solchen Analysen, wenn man sie vorgetragen bekommt, dann fallen einem zuerst die anderen ein, die ebenso schlimme, so unausstehliche Narzissten sind. Aber vielleicht ist ihnen doch auch ab und zu kurz der Atem gestockt, wenn sie gedacht haben, der redet ja von mir. Christoph Winder, ein Vorarlberger, der in Wien beim Standard arbeitet und dort eine Krisenkolumne schreibt, der hat auch das Buch von Reinhard Haller kurz zum Anlass genommen, über Narzissmus zu schreiben und fragt dann, sind Sie selbst in Gefahr, in die Narzissmusfalle zu tappen? Hier ein Minitest zur ersten Orientierung. Meine Hobbys sind fotografiert werden, Staunen erregen und Auftritte vor applaudierenden Menschenmengen. Erster Punkt. Zweiter, am liebsten wäre ich Feldherr, Papst oder US-Präsident geworden, aber in Wahrheit waren diese Berufe zu lausig für mich. Drittens, Gott ist tot,
Aber solange ich noch am Leben bin, sollte das ja kein Problem sein. Wenn Sie alle drei Aussagen mit stimmt ganz genau bewerten, könnte es ratenswert sein, einen Psychoanalytiker aufzusuchen, natürlich nur den besten Psychoanalytiker der Welt. Ja, wir haben jetzt noch etwas Zeit für ein Gespräch, für Fragen, für Diskussion. Vielleicht wollen Sie das eine oder andere noch genauer wissen oder teilen Sie auch die eine oder andere Meinung nicht, die Reinhard Haller vorgetragen hat. Dann besteht jetzt die Möglichkeit dazu, sich noch zu melden. Ich habe mir beim Lesen des Buches, aber auch schon beim Vortrag von Manfred Briesching über die Bluff-Gesellschaft gedacht. Eigentlich ist das Blöffen genauso wie die narzisstische Lebensweise sehr anstrengend. Es muss sehr anstrengend sein, wenn man eben immer der oder die Beste, der oder die Größte sein will und eigentlich auch immer ankämpfen muss gegen ein ganz schwaches, kleines Selbstwertgefühl. Und ich habe mich gefragt, weil ja auf der anderen Seite heute sehr viel von Burnout als neuer Epidemie die Rede ist, kann es einen Zusammenhang geben zwischen Narzissmus, Bluff und Burnout zum Beispiel? Ja, ich glaube, also wir müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen narzisstischen Reaktionen, die jeder von uns kennt, die vorübergehend sind. Ich sage so ein Beispiel. Wenn wir beleidigt werden und wir sind gekränkt, ist das natürlich eine narzisstische Reaktion oder eine populärere, wenn wir Auto fahren. Dann werden wir ja alle zu schweren Narzissten, dann sind ja alles andere Trotteln und ein Führerschein haben es bei Kassner und Öle gewonnen und das sind niedertourigen Kisten, sollen verschwinden aus dem Straßenverkehr etc. etc. Also ich nehme mich da durchaus nicht aus. Und wenn wir dann aus dem Auto herausgehen, sind wir wieder ganz normale und friedliche, umgängliche Menschen. Oder denken Sie an den Rausch, wo wir ja auch narzisstisch dann reagieren, wenn Menschen, von denen man nicht ganz sicher ist, ob sie überhaupt sprechen können, also plötzlich ganze Lokale unterhalten oder gar freihalten und will wer was von mir und soll sich melden und so weiter. Also solche narzisstischen Reaktionen hat jeder von uns, die, glaube ich, führen nicht zum Burnout. Wenn jemand hingegen eine narzisstische Persönlichkeit ist, dann ist die Gefahr sehr wohl in mehrerlei Hinsicht groß, weil ein Narzisst ist ja nicht glücklich. Der ist immer auf der Jagd, also wie der Junkie nach Heroin ist er auf der Jagd nach Lob, nach Anerkennung, er hascht direkt danach und das ist natürlich schwierig und es ist auch anstrengend, immer der Beste, immer fehlerlos zu sein, also diese Rolle spielen zu müssen, das führt dazu. Und natürlich auch, wenn dann tatsächlich einmal etwas passiert, in meiner Großartigkeit, das kann doch nicht sein, ich bin davon getroffen. Und dann könnte man schon auch sagen, ist manche Burnout-Reaktion eine narzisstische Reaktion. Ich habe mit dem Begriff ja gewisse Schwierigkeiten oder ich muss sagen, ein ambivalentes Verhältnis, weil Burnout ist auf der einen Seite ja etwas Tolles, weil es ein Ausdruck ist, der uns leicht über psychische Probleme sprechen lässt. Also wir sagen viel leichter, ich habe Burnout als ich habe Depressionen. Auf der anderen Seite nimmt Burnout zu, das will ich auch überhaupt nicht bestreiten, aber wie alle diese Phänomene wird es dann inflationär verwendet. Und man setzt es dann auch ein, was nichts mit Burnout zu tun hat. Also wenn ich lustlos bin und keine Freude oder schlichtweg faul bin, haben heute alles Burnout. Früher war das noch ein bisschen anders. Also insofern bin ich zum Begriff etwas ambivalent, aber generell glaube ich schon, dass man einen Zusammenhang zwischen narzisstischer Lebensführung und dann wirklich erschöpft sein herstellen kann. Noch ein Stichwort, das uns immer wieder beschäftigt, Mobbing. Eine Kollegin hat mir erzählt, dass eine Freundin von ihr in einer Arztpraxis arbeitet und dass dort die Mobbingfälle zunehmen. Und im Buch gibt es ja auch ein Kapitel sozusagen über das Waffenarsenal der Narzissten und da spielt Mobbing auch eine Rolle. Ja, also meine Lieblingswaffe, sozusagen Unlieblingswaffe, aber halt die, die ich dann am liebsten beschreibe, ist das Anonymschreiben. Sie wissen, wenn man im Internet gemobbt wird, also wie es jedem von uns, also mir natürlich auch schon sehr oft gegangen ist, da sagt man dann immer, ich schaue das gar nicht an, aber man schaut dann trotzdem heimlich.
Und das kränkt einen dann natürlich unglaublich. Das war im Übrigen mit der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich habe mir gedacht, super, das muss man nur sammeln, das sind doch herrliche Geschichten. Und die Anonymschreiber, das sind natürlich im Prinzip Feiglinge, man kann es nicht anders sagen, die sich nicht trauen, hinzustehen, nicht trauen, sich zu zeigen, die ihre Aggressionen rauslassen unter dem Schutz eines Nicknames und dann stark sind, aber zu feige, um so hinzustehen. Ich habe übrigens da ein schönes Beispiel auch erlebt, das mir der VN-Herausgeber erzählt hat, der also auch Vorarlberg Online hat. Also da waren zwei Internet-Mobber, die einander Wüstes beschimpft haben. Also der eine hat gesagt, sie sind ein Dreckschwein und ich will jetzt nicht die ganzen Kraftausdrücke verwenden und ein versteckter Nazi und ein Impotenzler und halt alles Mögliche. Der andere hat darauf gekränkt reagiert und also mit ebenso deftigen Ausdrücken zurückgeschlagen und das ist immer heftiger und immer ärger geworden. Also letztlich hat es dann zu einer Anzeige geführt durch einen Dritten, sodass man also das öffnen musste. Also die Chance gibt es ja auch, dass man diese Dinge übers Gericht öffnen lassen kann. Und siehe da, es war ein und dieselbe Person. Aber Mobben heißt ja letztlich hundsgemein sein zu jemandem oder Psychoterror ausüben und hundsgemein sein. Und das glaube ich schon, es ist in der heutigen Zeit, also nicht nur in der heutigen Zeit, wir müssen uns ein bisschen hüten, dass wir alles immer sagen, die heutige Zeit oder ich muss mich hüten. Aber ich glaube, das ist heute halt wichtig geworden. Es ist in den Vordergrund getreten. Das ist ähnlich wie mit dem Burnout. Ob es wirklich häufiger ist oder nicht, wissen wir nicht. Aber es hat heute in unserer Lebensqualität, in unserem Verständnis von Gesundheit einfach eine zentrale Bedeutung bekommen. Und das Mobben auch, das sich halt von der körperlichen Schädigung und von der körperlichen Qual wie man sie früher gegen Sklaven geübt hat, halt hingelegt hat auf eine psychische Ebene und enthält natürlich alle Elemente des narzisstischen, den anderen entwerten, ihm das Wort nicht gönnen, ihn von Informationen abschneiden, ihm arbeiten unter seiner Qualifikation zuteilen. Also insofern ist es ein ganz klassisches Verhalten eines narzisstischen Menschen. Manche Berechnungen sagen, dass 2% der Berufsunfähigkeitspensionen auf Mobbing zurückzuführen seien. Und in Deutschland gibt es auch schon eine eigene Mobbingklinik, also für Mobbingopfer. Also das denke ich mir schon, dass das etwas ist, was zunehmen wird. Ein Punkt scheint mir auch noch wichtig, eben dass Narzissmus oft mit Selbstliebe übersetzt wird, aber du hast schon erwähnt, in Bezug auf Erich Fromm, man muss eben sagen, Narzissmus hat eben nichts mit Liebe zu tun. Mir ist es deshalb wichtig, weil die Eigenliebe sowieso schon von der Religion immer verdächtigt wird als etwas Schlechtes. Aber eben Eigenliebe ist etwas Gutes, das mit Narzissmus noch nichts zu tun hat. Ja, das glaube ich. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Menschen zu wenig wirklich Eigenliebe haben. Das ist eine schwierige Geschichte, weil das dann natürlich zu Selbstwertzweifeln führt und zu neurotischen Störungen. Und das, glaube ich, ist in der heutigen Welt mehr verbreitet, als das zu viel an Eigenliebe haben. Echte Eigenliebe brauchen wir schon darum, weil der Mensch ein liebesbedürftiges Wesen ist. Das ist ein Urgefühl. Und wir diese Liebe ja von der Mitwelt nicht immer bekommen. Also bin ich letztlich der Letzte, der sie mir noch geben kann. Aber Narzissmus hat meines Erachtens damit überhaupt nichts zu tun. Narzissmus ist wie Sucht. Ein Süchtiger kann ein Viertel Wein, wie Sie anschließend, nicht genießen. Dem geht es nur darum, sich zu betäuben. Und genauso kann ein Narzisst Liebe nicht entwickeln und auch nicht empfinden. Es geht um das Vordergründige, um das Süchtige, um das Drogenhafte. Das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Unterschied. Und für mich auch, ich werde dann oft gefragt, also gerade so bei Wirtschaftskreisen, was ist denn der Unterschied zwischen Narzissmus und Charisma? Charisma ist echt. Charisma, da geht es um die Sache, nicht um den Schein. Charisma ist ein Persönlichkeitszug, der nicht sozusagen dem Eigenlob, der eigenen Erhöhung dient, sondern jenem der Sache, der Idee. Beim Charismatiker steht die Idee, für die er dasteht, also ganz im Vordergrund, was beim Narzissten nicht der Fall ist. Bevor ich zum Abschluss noch ein paar Dankesworte sage, ganz herzlichen Dank an dich, Reinhard, für diesen tollen, eindrücklichen, lebendigen,
anschaulichen Abend zum Thema Narzissmus. Vielen Dank.